Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu District Zero war's. Musste ich erstmal überlegen, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ich renne die ganze Zeit in die falsche Richtung. So, wir haben hier eine Mission. Sammelpunkt. Und zwar säubere das Gebiet. Wird wahrscheinlich das Haus hier vorne sein. Schauen wir mal nach dem rechten. Es ist kurz vor Abend. Kurz vor der Nacht. Wir haben es jetzt 20.20 Uhr. Aber ich denke, das kriegen wir trotzdem gebacken. Wenn wir das hier mal durchziehen. So, einmal hier um die Ecke rum. Müssen wir hier wahrscheinlich reingehen, ne? So, wir looten mal schnell hier den Briefkasten noch. So, wunderbar. Das Auto und die Mülltonne. Und dann geht's los. Da war ein schönes Buch drin. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt kein Reparaturwerkzeug mit für die Ranch, aber das wird schon passen, ne? Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir dann später mal was davon verkaufen können. Was uns ja auch wieder etwas bringt. So, hier soll man bestimmt reingehen. Ich nehme mal den Knüppel. Ich habe übrigens den Stufe 2 Steinvorschlag haben wir gemacht. Jo, und das ist es soweit. Habe ich die Waffen soweit aufgemunitioniert? Warum nicht? Was ist hier los? Ja, also der Knüppel hat sich jetzt nicht so bewährt. Ich finde ihn zwar okay und du kommst vielleicht auch vom Energiemanagement vielleicht besser hin. Aber ich habe gedacht, wir kriegen so einen Schockstab. Das hatte ich jetzt ein bisschen verwechselt. Hi. Und bye. Das ist ja der Poolmeister gewesen, oder? Sieht so aus. Na komm. So. Warte mal, das nehmen wir noch mit. Ein bisschen Plastik können wir immer gebrauchen. Wollen wir das auch nochmal mitschleppen? Concrete. Können wir auch uns gerne unser Haus verstärken, ne? Ist ja auch möglich. So, was kriegt man hier? Plastik und Metall. Naja, brauche ich jetzt nicht. Ein Grill. Das wäre vielleicht was. Für ein paar extra Button. Nee, leider nicht. Ist hier was drin? Ja, Klamotten. Und hier? Ja, da ist, glaube ich, nichts drin, ne? So, wunderbar. Ist hier noch was? Kleiner Hundi oder so? Ich sehe nichts. Aber eine schöne Tasche haben wir hier auf jeden Fall. Säubere Gebiet. Mach mal. Ach, soll ich da lang gehen? Ach, da soll ich zum Fenster rein. Aha, ich hab's verstanden. Denke ich. Gut, dann machen wir das. Ja, da waren wir ja schon fast richtig, ne? Also unsere Werte jetzt mit dem Stufe 2 Steinvorschlaghammer haben sich um... Und ich esse jetzt mal das Antibiotika, sonst wird es hier nicht besser. So. Damit sollte es weg sein. Haben sich um 10% verbessert. So, das heißt, ja, unsere Angriffe sind jetzt um 10% stärker und der Energieverbrauch, Mehrverbrauch, ist nur geringfügig höher. Ne? Wir können uns das gerne mal anschauen. 18 hat man und ungefähr 40,5. Ausdauerkosten 22,3 ist, glaube ich, gleich geblieben. Ja, so sieht's aus. So, was war denn das? Ach, wir sind hier drüber gelaufen, ne? Hm. Ja, gut. Okay, einmal nichts. Einmal auch nichts. Das finde ich immer cool. Der pennt hier und der fällt von oben runter und läuft uns immer die Pfeile. Als wäre es ein bisschen Absicht von mir gewesen. So, medizinisches Buch, das ist nicht schlecht. Ja, ich glaube, wir kriegen so viele medizinische Bücher, weil wir ja da reingeskillt haben. Ja, wir können da gerne nochmal schauen. Ich habe da ja hier glücklichen Sammler und Parcours könnten wir da auch nochmal einen reintun. Das halte ich auch für eine gute Sache. Und wir haben bei der Medizin, hat man ja auch hier drin Heilfaktor, ne? Ja, ich wäre auf alle Fälle. Entschuldigt mal bitte, kleinen Moment. Ja, ich werde auf alle Fälle hier nochmal was in die Medizin reinstecken müssen.
Denn bis jetzt läuft's gut, aber ich habe so die Befürchtung, das muss nicht so bleiben. Und morgen würde ich eigentlich dann schon eine Stufe erhöhen, vielleicht. Beziehungsweise morgen nochmal lassen einmal. Aber dann übermorgen am sogenannten... vierten Tag würde ich dann eigentlich schon mal auf die nächste Stufe gehen, auf... was ist das? Nomade, ne? Mhm. So. Gucken wir mal, was hier rumkommt. Das hat man schon. Wieder ein bisschen Essen, das ist sehr gut. Ja, momentan halten wir uns da gerade so ein bisschen über Wasser, ne? So, warte mal, die nehme ich auch mit. Na komm. Soll das schon der Loot sein hier? Nee, ne? Weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht, ne? Okay. Ah, schön. Ja, da können wir mal schauen. So, dann haben wir Arbeitsstation. Da müssen wir jetzt, glaube ich, 8 haben, ne? Genau. Dann haben wir hier ein Büchlein wieder. Panzerbrechende Robotik, Geschützturm, Munition. Hast du es satt, dass deine gesamte Munition an gepanzerten Gegnern verschwendet? Zerkleinere sie wie Butter mit diesem Rezept. Für Hightech-Munition, fertige panzerbrechende Robotik, Geschützturm, Munition. Okay, Sprengstoffe, medizinische Heilung. Weißt du was, die kann ich mal tragen hier. Da können wir die rausnehmen. Mhm. Das können wir mal lassen. Was haben wir hier noch? Elektrische Handwerksfertigkeiten und Rüstungen. Das ist da auch was Feines. Mhm. So, wie sieht das bei uns mit Essen aus? Eigentlich ganz gut im Moment. Ja. Okay, dann lassen wir das mal so. Der fliegt erstmal raus hier. Das kann schon mal weg. So, das sind neue Pfeile. Ja, müssen wir mal gucken, wenn wir die anderen dann verbraucht haben. Hi. Da haben wir es schon wieder beseitigt hier alles. Wahnsinn. Ja, also im Moment läuft es entspannt, ja. Also vielleicht gehen wir auch morgen schon eine Stufe höher. Ich weiß es nicht. Das war jetzt nicht so gut. Nicht mit den wertvollen Sachen so verschwenderisch umgehen. Okay. Da ist nichts. Okay. Ist der Schrank durchgebrochen? Okay. Gut, dann ist das so. Ah, hier geht's noch weiter. Wo geht's denn hier hin? Geier? Ich hoffe nicht. Ah. Schön. Ja, das ist doch nicht schlecht. Da haben wir mal was für einen Revolver. Dann können wir den auch mitnehmen. Also bis jetzt habe ich noch keine Geier hier, ne? Ich weiß aber nicht, ob die noch kommen. Oder ob es hier in der Mod keine gibt, das kann ich nicht sagen. Ne? Es könnte natürlich sein, dass die Maschinen hier ganze Arbeit geleistet haben. Und es an Wildtieren auch noch sehr wenig gibt. Entschuldigt bitte, ich habe es gerade ein bisschen im Hals. Irgendwas liegt mir auf die Stimmbänder. Und ich habe schon was getrunken gerade, aber so richtig will es nicht. Okay, gut, wir sind fertig. Geht das eigentlich auch mit dem hier? Jo. Gar nicht so schlecht sogar. Okay, fertig sind wir. Jawohl, wir sollen zum Händler zurückkehren. Dann tun wir das. Wie spät haben wir es? Schafft man das noch? Nee, das wird nichts mehr. Dann rennen wir nach Hause. Wo müssen wir hin? Warte mal, ich muss mal mein Zuhause markieren. Säubern. Mission abgeben. Und wir wohnen selber
Hier, ne, das ist ja ein Ding. What? Wir sind schon da. Das war ja gleich nebenan, ne, das ist ja ein... Nicht schlecht, nicht schlecht. Was ist das? Weiß ich nicht. Das mache ich aber mal weg. So, ich gehe mal rein. Gut. Die Hintertür ist zu, hoffe ich. Jupp. Ja, und ich habe ja, glaube ich, jetzt ein bisschen gut an Holz gesammelt. Warte mal, die wollte ich nämlich mal verteilen hier. Ja, dass wir da mal ein bisschen mehr Licht im Zimmer haben. Ne, warte mal, die wollte ich ein bisschen höher. Jawohl. Und dann noch eins hier. Und noch eins hier. Dass wir da was genug sehen, ja. Das passt. Soweit, so gut. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht. Okay, hier unten sehen wir auf alle Fälle erstmal was. Ich kann das mal wegtun. Ja, ja, ja. Läuft. Okay, dann kann ich den Rest wahrscheinlich oben verbrauchen. Ja, die Wand habe ich jetzt trotzdem noch weggenommen. Ne? Ich glaube, das hatte ich noch mit euch gemacht. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wir können auf alle Fälle hier nochmal ein bisschen befestigen. Mhm. So, und wenn es sein sollte, können wir auch gerne dann... Nee, das will ich nicht. Das tut bloß wieder den guten Zeug hier verbrauchen, das Gute. Genau. Ja, das können wir so lassen. Könnte man noch eine Stufe vielleicht wegnehmen. Dann ist es ein bisschen größer und geräumiger. Und hier hätte ich jetzt eigentlich gesagt, dass wir... Hier haben wir keine Lampe mehr, doch. Da haben wir da eine. Dass wir das hier vielleicht ein bisschen wegnehmen. Denn hier oben ist ja eigentlich schon das Dach, ne? Ja, das ist der Aufbau. Genau, hier läufst du rum. Ja, und dann ist es ja hier schon. Hier ist das Bad dahinter. Ja. Hier leuchtet es sogar. Und das finde ich ja eigentlich auch ganz scharf hier. So. Und das mache ich auch mal fest. Wenn wir schon hier so eine Leuchtsache haben, dann können wir die auch nutzen, ne? Goodie. Ja. Das könnte man eigentlich mal hier noch zwei Blocks so machen. Dann hätte man hier was zum Dranspringen und kann dann hier hochklettern, ganz normal. Fände ich eigentlich vielleicht sogar schöner. Weiß ich nicht. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Am nächsten Tag. Und ich werde mir hier ein bisschen essen, ein bisschen Zeug machen und alles so ein bisschen einsortieren, was so anliegt. Und übrigens, die Maiskolben habe ich wiedergefunden. Vor uns, wo ich ausgeladen habe. Die waren ja in der Kiste. Ja, die gegrillten Maiskolben, das ist natürlich dann eine feine Sache. So, dann würde ich das Ganze hier nochmal in Maisbrot umwandeln. 6 Stück. Da haben wir jetzt kein Wasser mehr. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich gehe nochmal in der Nacht raus und hole uns nochmal ein bisschen Wasser. Das halte ich für eine gute Idee. Und den Rest werden wir dann sehen, wie das läuft. So, dann sage ich mal bis morgen früh. Ja, Leute, ich hole euch schon mal mit rein. Es ist kurz nach 2 Uhr und die Zeit vergeht natürlich hier in Realzeit. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe ein bisschen dekoriert. Ja, ich habe hier die ein oder andere Pflanze hingestellt. Ich habe mal die Wand hier raus. Sind noch irgendwelche... Ah, das sind hier diese... Komme ich da hin? Jo. Irgendwie für die Rollläden oder was hier waren, diese Vorhänge. Okay, und da haben wir auch noch ein... Da ist noch was. Das kriegen wir raus. Genau. Ja, dann habe ich das Fenster hier rausgeschlagen. Hier überall ein bisschen Blumen und auch ein bisschen was hingehangen. Ich denke, das sieht ganz nett aus. Ich wollte ja in der Präpokalypse wollte ich das ja auch machen. Ein bisschen so Blumen irgendwie. Aber man muss das erstmal rausfinden, denn ich habe das alles noch nie gemacht. Das ist alles ein bisschen zur Premiere. Wenn ihr den Blumenstock dann habt hier, ne, dann drückt ihr die Taste R und dann könnt ihr in der obersten Auswahl von den zweien, dann kommt ihr ins Menü und dort könnt ihr dann die Blumenform wählen. Ihr braucht dazu Gras,
Und also Pflanzenfasern und Lehm. Das sind die zwei Sachen, die ihr braucht, um euch einen Blumentopf herzustellen. Oder ihr sammelt sie unterwegs einfach rein. Das geht natürlich auch. So, und das würde ich mal zurücktun. Das ist auch so eine Geschichte. Da können wir mal... da kann man Federn draus machen. Aber ich glaube, das ist was für ein Fabrikator hier, ne? Weiß ich nicht genau. Ich mache das auf alle Fälle mal. Und ich lege das mal hier zurück. Den Stoff können wir hier auch zurücktun. Und ich habe natürlich etwas vorbereitet. Den Fabrikator. Und den werden wir jetzt mal bauen. Die ganzen Ressourcen waren jetzt hier verfügbar. So. Und habe da auch großzügig nochmal ein bisschen was hergestellt. An Klebeband. Wir haben ja Kleber gefunden. Wir hatten Stofffetzen. Also warum denn nicht, ne? So. Ich würde gerne mal die Sachen hier vielleicht ordnen. Wir ordnen noch einmal. Und dann machen wir das so. Jawohl. Ein Sani-Zeug. Der tut ja fast alles. Blutungen stoppen, Schnittwunden nähen. Heilungsgeschwindigkeit von Schürfwunden und Gesundheit 180. Also das ist eigentlich was... Ja, aber das sollte man auch nicht verschwenden, ne? Aber es ist trotzdem eine wertvolle Sache. Irgendwie, irgendwo. Ja, dann haben wir hier noch Maismehl. Da könnte man noch ein paar Sachen machen dafür. Und was kann ich denn mit denen noch anfangen? Das sind alles Samen. Kaffeebohnen haben wir auch noch. Und wir haben auch noch was von dem. Mhm, das sind natürlich... Ich habe jetzt erstmal hier einen Haufen Wasser in Auftrag gegeben. Das ist alles gut und schön. Ich würde jetzt noch mal gucken, was wir mit dem anfangen. Gegrillten Mais. Gegrillter Mais hat ja irgendwie einen Nachteil von Wasser, ne? Ist also jetzt nicht unbedingt so das, was wir wollen. Dann machen wir das mal so. Ich wandle das mal um. Dann können wir hier mal gucken. Hier kriegen wir auf alle Fälle Kaffee. Das sind wir mobiler. Mhm. Okay. Ich glaube, unten schwänzelt jemand rum. Ich geh mal gucken. Ja, ja. Der hat die Tür aufgemacht. Stimmt, ja. Die machen die Tür auf. Das hatte ich ganz vergessen. Nein, du hältst es im Kopf nicht aus. Komm, komm, komm. Ja, ja. Na, du bist aber gut, ja. Boing. Stimmt ja, der macht meine Tür auf. Ich glaube, ich spinne, ne? Aber es ist auch eine coole Funktion. Ich meine, ich hatte auch schon mal irgendwie... Irgendwie war das doch mal, dass auch die Zombies das gemacht haben. War das nicht in der Version 21 oder so? Oder 22, dass die Zombies die Tür aufgemacht haben? Aber ist auch cool, dann machen sie sie wenigstens nicht kaputt. Also ich finde das schon in Ordnung. Muss nicht mal was Neues bauen. Ja, mir fehlt noch ein bisschen Licht. Ich habe, wie gesagt, die Kerzen habe ich nur ein bisschen aufgehangen, die wir gemacht haben. Ich habe es aber hauptsächlich unten aufgehangen, dass ich unten was sehe. Und der Fabrikator ist auch fertig und wir müssen mal gucken. Ach, hey, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist ja hier ein Spielzeug, oder? Nein, da wollte ich... Wir nehmen den mal weg. Ich will den doch ordentlich irgendwo hinsetzen. Was ist denn das für eine Geschichte? Soll ich den mal hier draufsetzen? Nur wenn die hier kommen und wir den zerkloppen. Wir riskieren es einfach mal. Und ich gehe mal rein. So. Was bietet er uns denn? Keine Ahnung. Sieht jetzt nicht so prickelnd aus. Was? Der macht aus... Nein. Der macht aus Plastik und Baumwolle, macht der Federn. Aus Pflanzenfasern, Kunststoff und Wasser macht der ein Ei. Was ist denn das? Was ist denn das? Aus Kunststoff und Kleber macht er Leder? Ja gut, das ist real. Das ist auch real. Und aus Pflanzenfasern und Plastik, das ist ja wie bei Brust oder Keule hier, wo das Zeug Essen aus der Fabrik kommt. Was macht denn der hier? Das ist ja mal der Hammer. Leute, wir müssen nie wieder hungern. Fleisch kann roh gegessen werden, wird aber besser angekocht, gegrillt, gekocht oder am Lagerfeuer im Eintopf gemacht. Was ist das für ein Gerät? Ich habe gedacht, ich kriege hier was Vernünftiges. Na toll. Wir gehen mal zum nächsten über. Wir gucken mal, was das nächste wäre. Dann gehe ich mal hier rein. Nein, das ist ja eine Geschichte hier. Die Werkbank, die habe ich noch nicht. Da fehlen mir noch zwei, das können wir mal kriegen. Die Schmiede. Oh, warte mal, die tun wir mal verfolgen hier. Das habe ich doch da. Warte mal, wo ist es denn? Das brauche ich und
Gas brauche ich. Komm her. Schmiede. Fertigen. Das kriegen wir hin. So, den anderen Klimbim tue ich mal rüber. Das auch. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ich habe hier noch ein bisschen Wasser, ne? Gegrillten Mais will ich nicht machen, aber Maisbrot würde ich gerne. Warum hast du jetzt nicht alles genommen? Ach, weil ich auf den ersten Pfeil gedrückt habe. Okay, deswegen. Na gut, ist kein Problem. 14 Wasser haben wir noch. Ja, den würde ich jetzt mal hiermit verbrauchen, dass das dann weg ist. Und das Brot lassen wir derweil mal. Ein bisschen Tee würde ich gerne noch einkochen. Ja. Und was mit dem... Hat er den Kaffee nicht genommen? Ach, da haben wir noch die... Aber Goldrute müssen wir doch können, genau. 14 Goldrute. Naja, gut. Dann ist das so. Aber vielleicht können wir auch ein bisschen weniger machen. Ein Wasser dauert jetzt ungefähr. Das sind 5 Minuten weniger. 5 durch 30 sind... 10 Sekunden. Da sind wir bei ungefähr 50 Sekunden pro Wasser. Ja, den Rest tue ich jetzt hier unten rein. Gut. Da haben wir die Schmiede. Ja, dann schauen wir mal. Die ist schon mal ein bisschen besser. Jo. Soll ich die hier hin machen? Ist eigentlich egal, wie sie steht, ne? Schmiede, da können wir auf alle Fälle was reinholen. Brennstoff braucht man ein bisschen, denke ich mal. So. Und du willst auf alle Fälle was essen, ne? Das machen wir doch gleich mal. So. Lassen wir uns mal satt hier. Ja, da sind wir gleich voll. Wunderbar. Nimmst du noch ein Wasser? Und noch eins. Und noch eins. Und dann läuft das. Und aber schon wieder leere Gläser. Ja, wir haben ja einen Pool in dem Haus. Das ist ja das Wunderbare. Da können wir uns jederzeit Zeug holen. Und ich guck mal ins Dings hier. Da habe ich jetzt 3 Wasser. 6 von denen. Das sollte reichen. Ich habe ein paar Schuss für die Waffe. Die können wir auch gleich mal laden. Ja. Und dann haben wir noch einen Schuss übrig. Ist jetzt eine Notfallwaffe. Ich lasse die auch jetzt nicht im Gürtel. Die geht hier zurück. Was habe ich denn hier? Wieso habe ich hier 2 Schaufeln? Da zerlege ich mal eine. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier kein Dings mehr hatte. Das Geld nehme ich trotzdem mit, falls man zufällig beim Händler vorbeikommt. Ich habe auch hier was für den Händler dabei. Alles andere werde ich trotzdem erstmal behalten. Hier haben wir Motorwerkzeugteile. Ja, die können eigentlich auch weg. Das kann auch weg. Da kriegt man auch ein bisschen Geld. 40 Mäuse. Was kriegt man denn für sowas? 70. Ich weiß nicht, wie viel rauskommt. Das könnte es sein. Hier kriegt man 40. Und für 187 bekomme ich was? Das ist auf alle Fälle mehr. Dann zerlege ich das mal. Und tue das zurück. So. Das nehmen wir mit. Die Dinger brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Können wir jetzt beim Händler was holen. Nägel lasse ich mal. Rohre haben wir eigentlich auch genug. Und das könnten wir auch mal zerlegen. Das ist bestimmt Blei, ne? Eisen. Okay. Gut. Dann haben wir das. Ich schaue nochmal. Die 2 Wasser nehme ich noch mit. Wir haben ja jetzt die Mission zum Abgeben. Ich würde aber... Wie spät haben wir es denn? Es ist gleich soweit. Das heißt, wir gehen zum Händler. Das kann hier weiterlaufen. Läuft das dementsprechend? 20 Minuten. 28, 44, 45 Minuten. 20, 28, 44, 45 Minuten. Da müssen wir nochmal was reintun. So. Das läuft. Und das läuft auch. Für die. Dann haben wir das. Ja, so sieht es eigentlich ganz nett aus, für den Moment zumindest. Und mal gucken, was wir noch machen. Ich laufe mal vor zum Händler. Ich weiß nicht, wann wir das Fahrrad kriegen, wie wir das Fahrrad hier kriegen, ob wir das überhaupt kriegen oder ob wir uns am Ende irgendwo durch eine andere Mission
erobern müssen. Wir werden sehen, aber ich gehe mal davon aus, dass es so ähnlich ist wie immer. Okay. Ja. Leider nicht ganz tot. What? Siehste, sowas kommt von sowas. Okay. Hier hatte ich alles mitgenommen, ne? Jo. Aber ist trotzdem cool, wenn wir das mal lassen. Ja. Ja, die machen ja selber die Türen auf. Das ist eigentlich ein riesen Nachteil. Aber, naja. Am Ende ist es halt so. Die Tür lasse ich immer hier oben offen. Ne? I know you. Ja. Well, that was fast. Oh, nice job. Erste Hilfe, Verbände Molotow brauche ich nicht. Glücklicher Sammler. Nahrung, das einzige Fastfood heutzutage kommt aus Dosen. Mit diesem Tipp wirst du noch ein bisschen mehr davon auftreiben können. Finde mir Nahrung in Beute. Ja, das ist eigentlich ganz verlockend. Der Punkt ist aber, mir wären die ersten Hilfe wahrscheinlich vielleicht lieber. Denn. Ach, ich nehme die Nahrung, was soll's. Gut, nächste Quest. Abholen, abholen. Machen wir mal hier in der Nähe. Okay, be careful and try not to get yourself killed. Und ich will trotzdem dir noch was geben hier. Ja, drei Mäuse ist gut. Das ist noch besser. Und das ist auch gut. So, dann haben wir hier ein Büchlein bekommen. I hope you come back and see me sometime. Ja, und wie gesagt, mehr Nahrung im Beute. Wir nehmen es mal. So. Hast du sonst noch was? Wann ist denn eigentlich bei dir? Need a little tender love and care? Tag 4. Was haben wir jetzt? Maybe next time I'll have what you need. Tag 3. Okay. Mahlzeit. Ich lasse die Tür mal offen, ne? Damit sie ein bisschen spannender wird bei dir. Gut. Nächstes wäre hier vorne. ich würde trotzdem mal gucken, ob wir hier... Wir haben jetzt die Verseuchung eigentlich erstmal weg. Das Problem ist, es sind noch 0,6%. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie wir das hinbiegen. Ich würde ja eigentlich mal hier reinschauen in das Ding. Also heute lasse ich es noch auf Abenteurer. Morgen gehen wir auf Nomade hoch. Das wäre dann die Stufe 3, wenn man von unten anfängt. Ne? Eins über der normalen Einstellung. Da vorne ist ein Pop and Pills. Ist das gleich in der Nähe? Ich würde aber so gerne mal hier reinschauen, ehrlich. Und ich muss mir mal so eine Kiste machen. Ich weiß nicht, wo hier der Eingang ist. Sofern es überhaupt einen hat. Wir müssen mal gucken. Vielleicht hier. Ist das vielleicht ein alter Händler, den der hier verpackt hat? Keine Ahnung. Da ist auf alle Fälle im Briefkasten. Gibt es hier Pflanzen? Tiere? Ein Wasserspeicher, das ist eine Kiste. Oh, das gefällt mir gut. Weißt du was, das würde ich jetzt sogar als Basis nehmen. Das. Als erstes muss ich mal den Baum fällen hier. Ich sehe gar nichts. Lass es mal ganz. Ist ja furchtbar hier mit dem Baum. Auf der einen Seite ist das ja cool, aber man sieht ja nichts. Nee, ich mach den mal weg hier. Gerade am Eingang ist das nicht so toll.
will das schon ein bisschen erhalten lassen, weil das gefällt mir irgendwie sehr gut. Ja, wie gesagt, Reparaturkit ist, das war jetzt, nicht so toll. So, ich prüfe mal hier. Hier kommst du, ah ja. So, warte mal, jetzt will ich mal gucken. Also laut der Übersicht ist nämlich das wie so eine Plantage aufgebaut. Hier sind wir jetzt rein. Ja, wir sind jetzt hier und jetzt geht's hier durch. Und dann müssen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Keine Ahnung. Ja, und ich glaube, die ganzen Teile brauchen wir später noch. Für die Waffen etc. Das würde ich mir schon nicht gerne entgehen lassen. Saß hier nicht einer? Nee, das nicht. Naja, geht doch. Honig, es läuft. So, ein Robotik-Geschützbuch. Nehmen wir. So, das machen wir jetzt noch als... Aha. Das ist der Typ mit die Orgelpfeifen hier. Oh, hier gibt's Munition. Wow. Ich befürchte bloß, wenn ich hier dagegen steche, ist das kaputt, ne? Wir können das bestimmt wieder replizieren, aber die Zombies, die arbeiten sich bestimmt hier. Sehr gut durch. Sammel das mal hier ein. Okay, ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr alles einsammeln, obwohl es uns eigentlich eine gute Geldquelle ist, ne? Warte mal, ich komm mal. Ne, das ist... Sind die Hunde? Ne, Bauarbeiter. Naja, geht doch. Aha. Hi. Ups, hat er gemacht. Flog hier was? Ah ne, das waren die Blätter. Siehst du, wärst du mal hier gegangen, jetzt hast du einen Honig gefunden. Zumindest ein Teil. Naja.
So, wo war denn hier die Kleine? Ist die schon weg? Habe ich die schon zerlegt? Ja, ne? Könnte sein. Okay. Wo kommst du denn hin? Na. Hallo? Na super. Die ist nicht zu treffen hier. Ich will das sagen, aber... Die fliegen irgendwo anders hin. Da war der Kopf weg. Das sind doch Kartoffelpflanzen. Oh. Da müssen wir doch mal hier. Warte mal, ich muss jetzt mal ein bisschen was reparieren. Dass wir weiter gefechtsfähig bleiben. Din, 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 din. Das können wir auch mal reparieren. Das auch. Das ist ja hier der genmanipulierte Reis. Mais, nicht Reis. Das ist ja ein Ding. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier waren da noch. Baumwolle? Das brauche ich glaube ich nicht. So, auf alle Fälle eine Kartoffel. Mhm. Ich sehe gerade, das ist ein 4er POI. Oh oh. Ich glaube, hier bin ich ein bisschen falsch, ne? Sag mal. Hallo? Tja, ich weiß nicht, ob wir das hier überleben. Hm.
Dietriche. Hallo. Ich finde das so krass, dass sie die Türen aufmachen, ne? Hi. Okay, gehen wir mal rein, ne? Ja, ich weiß nicht, ob hier eine Kiste ist, ne? Oh Gott, oh Gott. Wo hast denn du dich durchgearbeitet? Ach, durch meine schöne Hecke hier. Das ist aber blöd. Der Roboter blutet auch. Das finde ich immer gut. Da war noch ein Loch. Siehst du? Ja, ich komme schon. Kleinen Moment. Wo bist du denn? Bist du draußen? Du bist draußen, ne? Ach, da oben bist du. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Ja.
Hier gab es auch eine Bibliothek, siehst du? Wir haben mal hier reingegangen. Haufen Bücher. Krass. Das haben wir schon, das können wir verkaufen. Was gibt es? 100 Mäuse, das ist okay. So, dann haben wir hier den Grundausbildung Feuerwehrmann Band 6. Es brennt alles irgendwie ein bisschen länger, ne? Ja, verursache 10% mehr Schaden an Kohle und verbrannten Holz. Das ist so rum. Dann haben wir elektrische Handwerksfertigkeiten. Dann haben wir dreimal medizinische Sachen. Einmal verbessert die Fähigkeiten von Erntewerkzeugen. Dann Öltlandschätze, Band 7, Spülbecken, so viele Zombies, so wenige Patronen. Hier ist ja ein Trick, den ich gelernt habe, bla bla, ihr seht es ja. Was wir da kriegen, das Fleisch können wir mal essen. Das nehme ich alles irgendwie mit. Das ist jetzt nicht so, was ich unbedingt brauche. Ja gut, die Kartoffel kann ich mal essen. Und dann können wir nochmal was davon essen. Dann können wir noch was trinken. Und dann geht es erstmal weiter. So. Ah, hier bist du. Guck mal, hier gibt's eine Kiste. Hast du die aufgeschlagen? Warst du so nett? Ja, oder war die schon? Wir wissen es nicht. Wir nehmen es einfach so hin. Gut. Okay, was haben wir denn bekommen? Brauche ich wirklich Sand eigentlich? Hm. Ich weiß es nicht. So. Ja, die haben ein bisschen gewütet hier. Aber dafür haben wir keine Feinde mehr, ne? Ist alles weg. Was ist denn das hier? Okay. Das ist irgendwie komisch. Da ist eine Tür. Ich geh mal hoch. Ja, schöne Sache. Haben wir nicht das gemacht, was wir wollten, aber ist auch nicht so schlimm. Ich finde, das ist ein super schöner POI. Ich wünschte, ich könnte das reparieren. Ich weiß nicht, ob hier Kisten dahinter sind. Ich will aber auch nicht alles wegklopfen. Aber ich vermute es ganz stark. Das ist eine niedliche kleine Farmanlage hier. Oh, hier. Crack a book. Wow. Shotgun. Sehr schön. Ja, ist die Frage, soll ich hier was wegschlagen? Okay. Ich habe gerade so die Überlegung, vielleicht sollte ich mir mal eine Kiste aufstellen. Hm? Wäre doch eine super Idee, oder? Ich schätze mal, die Tür geht dann auf, wenn wir... Weißt du was, ich kann auch die Kiste hier hinstellen. Zur Not schlage ich die dann auf. Wo ist denn die jetzt? So, was haben wir noch? Wir sind voll. Okay. Buch können wir mal lernen. Robotikschaden. Lerne, wie du Roboter noch tödlicher machen kannst. Robotikwaffen werden 10% mehr Schaden bringen. So, benutzen Fahrzeuge. Dann Vorschlaghammer. Sehr gut. Arbeitsbank. Da müssten wir 9 genau haben. So ist es. So, das tue ich mal hier rein. Das will ich eigentlich gar nicht verwenden. Das können wir mal ganz kurz ändern hier. Pferde ändern. Wo ist es? Genau. Raus. Zumachen. Zerlegen.
Wo ist denn die jetzt, hä? Wo ist denn die jetzt hin? Wo ist jetzt die gute Schaufel hin? Ach man. Hatte ich nicht gerade eine gute Schaufel? Hier. Da ist er. Verändern. So, haben wir. Dann mal reparieren. Dahin. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so gut durchkommen. Aber vollkommen okay, ne? So, doppelte Bücher. Wir werden die erstmal verkaufen. Und das Beste halt hoffen, ne? So. Gut, dann gehe ich nochmal hoch. Schade, dass er das hier kaputt gemacht hat. Ich weiß nicht, ob mir das... Ja, hallo Freunde. Juhu. Dass die Roboter Blutungsschaden haben, finde ich natürlich wieder eine lustige Sache, ne? Naja, gut. Also, jetzt reparieren. Reparieren. Das können wir noch nicht reparieren. Okay, dann geht's erstmal weiter. Ja, da ist da oben das Stockwerk auch noch voll. Ich bin Hi! So, wo sind die anderen? Ich gehe mal hoch. So, hier waren wir ja gewesen, das hat man. Den Schrank hat man auch. Hier hat man auch schon reingeguckt, ein bisschen. Dann ist hier sofern der Hauptloot zu finden. Da ist auch was drauf. Hier können wir mal aufhacken. Sehr gut. Hier. Sehr schön. Ja, ich weiß es nicht. Könnte ein bisschen länger geworden sein, die Folge. Aber ich will das dann ehrlich gesagt auch nicht unterbrechen, so einen Durchgang hier. Hm. Haben wir? Haben wir? Oh, wow. Das soll ein Vierer sein? Gut, wir spielen auf Abenteurer, aber trotzdem. So, was haben wir denn hier? Handwerksfertigkeiten können wir machen. Rüstung, nee, Sturmgewehre. Dann haben wir hier Vorschlaghammer, sehr gut. Dann haben wir den Steinvorschlaghammer 3. Handfeuerwaffen, schön. Fahrzeuge, primitive Handgun freigeschaltet, Qualität 2. Mhm, das ist der Revolver der Stufe 2, wir haben die 3. So, dann haben wir hier dreimal Rüstung. Dann haben wir Fertigung von Reparaturwerkzeugen. Dann haben wir diverse Mods und eine Magazinerweiterung. Wow. Das können wir mal raustun. Das brauchen wir nicht. Das kann ich mal essen. Mhm. Dann haben wir hier noch elektrische Fallen einmal und Erntewerkzeuge. Sehr gut. Was haben wir noch? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit. Wir nehmen alles mit. Hier haben wir sogar was zur Entstrahlung, das ist nicht schlecht. Und das sind Nano-Energiezellen, das ist Munition. Das könnte jetzt für eine spezielle Waffe sein, die hier eine Mod-Waffe ist. Weiß ich aber nicht, was es ist. Wir werden es vielleicht herausfinden. Gut, ich esse nochmal hier was. So. Und dann esse ich noch eins. Und dann nehme ich noch was zu trinken. Jo, das ist sehr gut. Und dann nehme ich noch eins. Sehr schön. Gut, dann gehen wir nochmal hoch aufs Dach. Ich glaube, wir hatten mal jetzt alles, ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich das hier aufbaue? Kriege ich was Spezielles? Nö. Nö, sieht nicht so aus. Juhu. Da geht's lang. Aha. Aha. Das war aber richtig noch gut nochmal Munition hier, ne? 65 Munition, dann noch zukünftige Munition. Hier war was dahinter, ich hab's schon gesehen. Hier ist irgendwas.
Bücher. Noch mehr Bücher. Also ich muss ja fast sagen, das gefällt mir eigentlich so gut, dass ich hier eigentlich gerne einziehen würde. Okay, das haben wir. Dann wird hier noch was drin sein, ne? Hm. Auch nochmal Bücher. Ach je, da ist noch ein. Da ist noch eine. Nein, da ist noch eine Bunkeranlage. Ja, das wird aber dann doch zu viel für die Folge. Dann ist es ja nur das Geplänkel hier oben gewesen. Dann würde sich das aber auch als Vierer erklären, ne? Und jetzt soll ich hier rüber gehen. Und darüber springen. Oder da drunten drunter durchlaufen. Das kann ich mir jetzt aussuchen. Finde es total prickelnd, das Gerät hier. Da drüben ist unser Heim. Ja, aber ich würde sagen, wir springen erstmal in die nächste Folge, denn das ist ziemlich lang geworden. Pi mal Daumen, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Stunde 20 hier stehen. Ich habe aber die Nacht mit drin. Das ist auch nochmal so, würde ich sagen. Ein Viertel, 30 Minuten. 50, 30, 40, 50. Sind wir so bei knapp 50 Minuten geschätzt. Ja, schauen wir mal. Das hat man. Das hat man hier alles, ja. Das hat man auch. Okay, gut. Dann, ja, sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann machen wir hier weiter. Ich muss mir den Bunker noch angucken. Ich weiß nicht, was drin ist. Wir werden sehen. Ich werde aber erstmal nochmal meine Waffen reparieren und raus zu der Kiste gehen. Und dann gucken wir mal, was da noch zu holen ist. Aber das finde ich echt ein schickes, eine schicke Anlage hier. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob die reinpassen würde in unser... Doch. Doch, doch, das müsste man nur genau ausmessen. Aber total cool, muss ich mal sagen. Und ich lag das mal auf hier derweil. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, macht's gut. Ciao, ciao.